Willkommen zurück zu Teil 3 meiner Videoreihe zu Super Smash Bros. Vor Nintendo Wii U. Und wir haben uns jetzt schon den klassischen Modus in Teil 1, All-Star in Teil 2 angesehen. Jetzt bleiben wir gleich auf dem Bildschirm. Es geht um die Missionen und um, ja, was sich hinter Stadion verbirgt. Da verbirgen sich ein paar mehr Modi hinter. Und Missionen, freut mich sehr, dass die es wieder ins Spiel geschafft haben, waren ja im 3DS-Teil nicht dabei. Aber bei Super Smash Bros. Brawl gab es auch ziemlich knackige Missionen teilweise. Und diese Missionen hier, die sind in etwa vergleichbar damit. Wir können hier, wenn wir mit L uns die Übersicht einblenden, so viele Missionen haben wir hier zur Auswahl. Das sind, ich zähle mal eben, 2, 3, 4, 5 mal. 5 mal 5, 2, 4, 5, ja, jetzt habe ich mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 11 mal 5. Sind 55 Missionen, die es hier gibt. Wir können das auch in der Missionsliste uns nochmal ansehen. Hier sehen wir auch, was alles schon in welcher Form freigespielt ist. Und diese Fähnchen bedeuten hier, dass wir Belohnungen freischalten können, wenn wir gewisse Bedingungen erfüllen. Wir müssen auch unter bestimmten Bedingungen neue Missionen erreichen können. Zum Beispiel hier schalte Finsterer Pit frei. Die Mission ist eben erst verfügbar, wenn Finsterer Pit verfügbar ist. Und auch hier haben wir wieder etwas versteckt sogar die Auswahl unseres Namens, sprich unsere Steuerungseinstellungen. Die müssen wir hier immer wieder erneut eingeben, sondern einmal hier, wenn wir in diesem Missionsmodus starten. Und wir können auch eine personalisierte Form unseres Charakters nehmen. Ja, ansonsten, Missionen bedeutet, dass wir hier teilweise vorgegebene Charaktere haben, teilweise vorgegebene Siegbedingungen, Belohnungen müssen wir eben alle freischalten, um Meilenstein freizuschalten. Also ganz abhängige Spielsituationen ergeben sich hier. Das ist ganz nett wieder. Das hier ist mit die schwerste Mission, seid schon mal vorgewarnt. Da müssen wir mit Kirby, wir haben einen gewissen Schadensprozentsatz und wir müssen versuchen, Gegner auszuweichen, und ich mache das jetzt einfach mal auf normal, und wir müssen Sachen essen, damit wir unsere Gesundheit auf 0% runterkriegen. Ja, wir haben hier 125% und alles ist auch noch auf schnell. Und ein so ein Gordo, der, wenn uns trifft, dann haben wir schon so gut wie verloren, weil wir eben, ja, hier scheinen überall so kleine Essensdinger. Weil wir eben aufpassen müssen, dass wir mit König DDD hier nicht in Konflikt kommen. Und ihr seht schon, hier auf diesem, das ist übrigens auch eine komische Stage, hier auf diesem, auf dieser großen Stage ist es recht schwer. Jetzt wäre hier wieder eine Kiste erschienen, hier auch. Also der Schlüssel liegt vielleicht auch darin, DDD erfolgreich zu bekämpfen ab und zu. Hier erscheint immer wieder Essen. Und wir dürfen natürlich keine so eine Lava berühren oder was auch immer das darstellen soll. Dann sind wir natürlich sofort raus. Über 100% versteht sich. Und auch so, wenn wir es mal getroffen haben, ist es ziemlich schwer. Wir haben die Zeit rechts oben mitlaufen. Die ist auch sehr knapp bemessen. Vor allem auf schwer, da muss man wirklich oft und lange spielen, bis man das dann hat. Aber es ist nett, dass man so gute Herausforderungen hat, das muss man auch schon mal sagen. Da hat man wirklich zu beißen dran. Und auch insgesamt ist das Spiel echt richtig schwer. Also ein paar so Sachen für so 100% Spiele sind schon auch schwer zu machen. Jetzt bin ich hier nochmal gegen diese komische Lava gedatscht hier. So, hier nochmal ein bisschen Nahrung. Nein, geh weg. Und ihr seht jetzt auch, die Spieler sind über die ganze Stage verteilt. Ich sehe hier kaum mein Essen, also hier ist jetzt wieder eine Truhe unten erschienen. Dann sind auch die Charakterbildchen da unten noch mit dabei. Also es ist echt schon ziemlich nervig teilweise, mit was man hier alles klarkommen muss. Aber nichtsdestotrotz, es ist schaffbar. Also so viel kann ich euch sagen, auch wenn es ich jetzt hier nicht schaffe. Aber ich habe ja auch nur mal so gespielt, und es ist eine der schwersten Missionen, die man auch auf schwer freispielen muss, übrigens für einen Meilenstein. Die Belohnung ist eben Siege auf schwer auch, deswegen auch Meilenstein. Und ja, ansonsten
gibt es hier ganz klassisch die schwerste Mission, ist der allerletzte Kampf. Der hat es insofern in sich, dass er ja die größten Videospielhelden in einer Mission vereint. Nämlich, ihr seht es links hier schon ein bisschen, Mario, Sonic, Mega Man und Pac-Man sind da auf einmal dabei. Ansonsten müssen wir da auch auf schwer siegen, was natürlich auch extrem schwer ist. Also auch mit einer der aufwendigsten Missionen. Nein, Falco nicht. Ich nehme wieder Toon Link. Und ich spiele das jetzt einfach mal und wir haben hier für 4 Gegner, haben wir hier nur ein Leben. Und selbst auf normal ist es schon ziemlich schwer dann, die Gegner zu besiegen. Ihr seht es jetzt, ich habe schon 21% Schaden. Gut, ich bin jetzt ziemlich geübt mit Toon Link natürlich. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Mission freigespielt habe, war das natürlich wesentlich schwieriger auch. Man muss auch erstmal insgesamt in Smash Bros. For Wii U reinfinden. Vielleicht zum Vergleich mit Brawl. Also ich habe mich anfangs extrem schwer reinfinden können. Und auch jetzt ist es noch so, dass ich sage, Super Smash Bros. Brawl war ich ein bisschen besser. Also ich komme einfach noch nicht so hundertprozentig klar mit dem Gameplay von Super Smash Bros. 4 Wii U. Da fand ich Brawl ein kleines bisschen besser, obwohl man da stolpern konnte. Das fand ich bescheuert. Aber so ist es eben manchmal. Dafür haben wir jetzt hier alles toll in HD und ich kann sonst überhaupt nicht meckern. Also es ist alles nur auf höchstem Niveau, wo ich hier Kritik übe natürlich. Und ihr dürft ja nicht vergessen, auch Mewtwo kommt noch als Download-Content. So, Pac-Man noch schnell raushauen. Und wenn Mewtwo dann kommt, da bin ich auch gespannt, ob die dann den klassischen Modus auch erweitern, die Trophäen und was da alles passiert. Also da bin ich echt extrem gespannt. Weil insofern ich jetzt ja bei Super Smash Bros. Für Wii U nur noch 5 bescheuerte Kopfbedeckungen sammeln muss, die mir noch fehlen. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Oder in dem vorigen Video. So, der wird mir jetzt auf dem Silbertablett präsentiert. Ja, das ist eben die einzige Herausforderung, die ich noch habe hier. Ich muss die 5 Kopfbedeckungen sammeln und ich müsste mit einem Charakter einmal den klassischen Modus auf Stufe 9,0 beenden, ohne überhaupt nur einmal gestorben zu sein. Das ist nahezu unmöglich. Also nur die allerbesten Spieler schaffen das tatsächlich. Und das Problem war eben auch, dass man diesen Meilenstein nicht mit einem Hammer freiklopfen konnte. Man hat ja nur 5 Hämmer. Kommt dann alles im letzten Video, da schauen wir uns die Meilensteine nochmal genau an. Nur noch eben mal vorweggegriffen, es ist wirklich der schwerste Meilenstein, was ich hier gerade zum klassischen Modus gesagt habe. Okay, Missionen haben wir jetzt, ist ein bisschen in den Hintergrund sogar gerutscht jetzt. Missionen habe ich euch dementsprechend jetzt gezeigt, das sind eben einfach unterschiedliche Bedingungen, die ganz lustig sind. Hier zum Beispiel auch Pac-Mans Ultra Smash einsetzen und eine beliebige Anzahl an Gegner, ich glaube 6 Stück, genau. 6 Gegner muss man nacheinander mit diesem Ultra Smash ja rauskicken, damit man eben ja die Mission meistert. Und auch ein paar nette Missionen sind da dabei, die sollt ihr aber selber mal ja spielen und rausfinden, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Und wir gehen jetzt zum Stadion oder Stadium, wie es noch in Super Smash Bros. Melee hieß. Ja, wir haben 3 unterschiedliche und teilweise auch bekannte Modi mit dabei. Gut, vom 3DS kennen wir es natürlich schon. Aber Homerun-Wettkampf ist immer auch sehr, sehr klassisch fest in Super Smash Bros. Verankert. Und hier bietet sich zum Beispiel Ganondorf an, mit ihm den Sandsack so weit wie möglich zu schlagen. Hier bietet sich immer diese Hochattacke an, also Smash hoch. Na, jetzt habe ich den Baseballschläger nicht gegriffen. Ich habe jetzt hier kurz Pause gedrückt und kann eben so mit Z direkt nochmal spielen. Übrigens auch ein Riesenmanko bei den Missionen. Ich gehe nochmal eben zurück, ich beende nochmal kurz. Das habe ich nämlich vergessen zu sagen bei den Missionen. Wenn wir nämlich, nur um euch das nochmal kurz zu zeigen, wie sinnfrei das ist. Also ich weiß nicht, haben das die Entwickler einfach vergessen? Das ist echt, echt nervig. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die erste Mission spiele auf normal, ich gebe auch hier meinen Namen kurz nochmal ein,
bin personalisiert praktisch jetzt in der Mission und merke schon zur Hälfte, das kann nichts mehr werden, ich möchte gerne neu starten. Da möchte ich genau übers Pausenmenü auch so ein Z, so eine Z-Funktion haben, indem ich direkt erneut nochmal spielen kann. Was wird jetzt hier stattdessen gemacht? Ich kann hier fotografieren. Warum? Keine Ahnung. Also es ist echt nervig. Auch zufällig bei Z wird immer gleich das Foto geschossen. Also hier sowas, Fotomodus ganz normal. Gibt auch noch einige Funktionen übrigens, dass wir hier mit Y zeichnen können. Das zeige ich euch auch noch in einem späteren Video. Aber hier möchte ich eben auch die Mission direkt erneut starten können. Warum das nicht geht, weiß der Geier. Gut, zurück zu Stadium oder Stadion, wie auch immer. Ich mache nochmal einmal kurz den Homerun-Wettkampf mit Gendorf und schlage mal den Sandsack so weit wie möglich. Sogar einer der führenden Entwickler hat betont, dass Ganondorf mit am meisten hilft bei diesem Modus. So, jetzt aber. Mit 81% habe ich den Sandsack geschlagen. Ich habe schon mal über 1000 Meter geschafft. Das ist jetzt natürlich nicht annähernd an meinem Rekord von Anno dazu mal. Aber ja, hier hat man eben die Möglichkeit, direkt wieder erneut zu starten. Und da frage ich mich, warum das eben bei den Missionen nicht möglich war. Jetzt habe ich mich hier auch noch verdattelt. Ach, auch egal. Was soll's. So, zack. Ihr habt es gesehen. Ich kann auch das Video direkt speichern. Das ist noch eine nette Funktion. Kommt dann alles in der Truhe. In der Truhe wird es gespeichert oder eben auf der SD-Karte bzw. in der Wii U-Konsole. Ja, so erwähne ich jetzt einfach mal zum Homerun-Wettkampf. Jetzt geht's in den Multismash. Und im Multismash, auch bekannt aus dem 3DS-Modus, da müssen wir allerdings nicht mit jedem Charakter so ein 100er Smash zum Beispiel durchspielen, das ist ganz angenehm, sondern wir müssen einfach zum Beispiel mit Lucina 8 Gegner im Brutalus Smash rausboxen. Das zeige ich euch auch in einem späteren Teil, habe ich als Video gespeichert, wie das Ganze gehen kann, falls ihr Probleme mit diesem Meilenstein habt. Ja, ansonsten 10er Smash, 100er Smash, einfach eine beliebige Anzahl an Gegnern raus. Kicken. Hier so viel wie möglich in 3 Minuten und überhaupt überleben auch in 3 Minuten. Dann haben wir hier gegen Gegner, wo wir antreten müssen. Wir haben Endlos Smash, wo wir beliebig auf Charaktere einkloppen können, bis wir sterben. Und auch hier wähle ich jetzt zum Beispiel mal Donkey Kong. Wer den Trick noch nicht kennt, dem führe ich jetzt den Trick einfach einmal vor, damit ihr den gesehen habt, wie man am leichtesten die ganzen Mii-Charaktere rauskicken kann. Erfordert allerdings auch ein bisschen Geduld und Übung. Wir drücken ja einfach runter B mit Donkey Kong. Und zwar pausenlos. Wir werden hier zwar auch getroffen von den Mii-Charakteren, das müssen wir uns ständig bewusst sein. Aber so bekommen wir trotzdem am einfachsten die ganzen Mii-Charaktere raus. Das war schon auch, glaube ich, zu Melee-Zeiten, zu Brawl-Zeiten auf jeden Fall möglich und sinnvoll, das auch zu tun. Weil wir so einfach in gewissen Modi vom Multiman Smash ja gute Chancen haben, sag ich einfach mal. Und jeder 25. Gegner ist dann ein spezieller Charakter, also kein Mii. Jetzt bei Gegner 50 ist es zum Beispiel ein Riesencharakter, der gleich erscheinen wird. Na, jetzt roll ich mich mal hier wieder ein bisschen zurück. Also auch viel mit der Schutztechnik arbeiten hier, wenn es nicht klappt. Ah, ist sogar der eigene Charakter. Also ebenfalls Donkey Kong. Und wie gesagt, wenn wir hier mal an einer Stelle nicht weiterkommen, weil es ein bisschen verzwickt ist, einfach mal kurz rollen und seitlich wieder ansetzen. Das ist eine ganz gute Technik. Naja, und jetzt bin ich schon raus tatsächlich. Also etwas zu spät reagiert auf diese Attacke eines Mies. Ja, und hier könnten wir jetzt auch das Video, was wir gespielt haben, abspeichern. Oder wir können eben einfach wieder zurück zur Charakterauswahl. Das war jetzt ein Endlos-Smash. Der 10er und der 100er-Smash funktioniert ähnlich oder eigentlich fast genauso, bloß mit einer festgesetzten Anzahl an Gegnern. 3-Minuten-Smash ist so ähnlich wie der Endlos-Smash, bloß eben die 3 Minuten, ist Zeitbegrenzung da. Dann haben wir noch den Gegner-Smash, den zeige ich euch nochmal ganz kurz. Am besten mit... Naja, ich nehme mal einfach einen anderen Charakter, mit dem wir jetzt noch weniger gekämpft hatten. Zero Suit Samus mag ich auch sehr gerne zum Beispiel. Auch ganz nett, was sie hier an
Outfits für Zero Suit Samus mit integriert haben. Das Ähnliche haben wir übrigens auch bei Shulk, dann in der männlichen Variante. Aber Zero Suit Samus haben sie echt schon toll überarbeitet, jetzt nicht nur optisch, sondern auch, ja, eigentlich jeden Charakter haben sie ganz gut überarbeitet und wirklich gedacht, wo können wir noch nacharbeiten, wo können wir den Charakter wirklich noch optimieren. Und hier ist jetzt eben auch Zero Suit Samus da und wir haben links unsere Mies, die wir rausgekloppt haben, die Anzahl, in dem Fall jetzt einer von uns und drei schon von Zero Suit Samus, dem Com-Gegner. Ja, jetzt steht es 3-4, jetzt ist es ein bisschen auf unserer Seite und die Differenz, die zählt. Also in dem Fall 5-4 ist es jetzt so, dass... Ach, ich bin schon rausgeflogen, ich habe jetzt kurz nicht aufgepasst. Es ist so, dass jetzt hier eben diese Differenz von 1 zählt. Also der Gegner hat 4 rausgehaut, ich 5, ich ein mehr. Dadurch habe ich eine Punktzahl von 1 und da müssen wir auch mit dem Charakter für einen Meilenstein zum Beispiel 85 erreichen. Mit einem bestimmten Charakter, genau. Ja, einfach nur, dass mal kurz den, ja, dass ich euch den Modus gezeigt habe. Jetzt noch kurz der Brutalo Brawl und der ist auch der härteste. Ansonsten gibt es, wie gesagt, keine Unterschiede zur 3DS-Variante. Ich nehme jetzt hier mal, ich nehme einfach mal Dr. Mario, was soll's. Allzu lang können wir eben auch nicht durchhalten im Brutalo Brawl. Und hier haben wir eben Lucina, mit der ich eine 8 besiegt habe im Brutalo Brawl für den Meilenstein. So, hier müssen wir jetzt immer mit der Kante arbeiten, das ist ganz wichtig. Weil sonst sind wir im Brutalo Brawl eben auch ganz schnell raus, wenn die dich einmal richtig erwischen. Dann wird schon extrem schwer durchzukommen. Und ich halte mich hier trotzdem recht lange jetzt, muss ich sagen. Aber ich werde wahrscheinlich gleich raus sein. Nee, noch nicht ganz. Aber die sind auch in der Luft sehr gut. Ja, und jetzt bin ich raus. Also einmal, wenn die dich richtig treffen mit einer guten Combo, dann bist du sofort raus. Das ist... echt übel. Und damit Lucina 8 zu erreichen, ist schon auch erfordert Übung, sagen wir so. Okay, das waren jetzt die Multiman Smashes. Jetzt geht es weiter mit dem letzten Stadion-Modus, der da lautet Scheibenbombe. Kennen wir auch schon aus dem 3DS-Spiel. Es ist hier so, dass wir nicht nur eine Stage zur Verfügung haben, sondern drei unterschiedliche. Und je nachdem bekommen wir auch Personalisierungen und Trophäen durch bestimmte Zielscheiben im Spiel. So kann man ein bisschen farmen, ist der Fachbegriff. Wir können hier bestimmte Personalisierungen ja, versuchen, so schnell und so viel wie möglich zu bekommen. Indem wir eben diesen Trick ausnutzen. Und ich nehme jetzt hier einfach mal Ganondorf, weil ich mit dem ganz gut zurechtkomme, was diesen Modus hier angeht. Ich spiele jetzt einfach mal die drei Stages hintereinander weg. Wir haben jeweils zwei Bomben. Einmal zu Beginn immer eine etwas kleinere und ganz kurz nur, wenn ich hier Pause drücke, dann seht ihr hier die Übersicht. Und ja, ich fetze die Bombe jetzt einfach mal auf und schauen wir mal, was passiert. Okay, ein bisschen hat es geholfen. Jetzt versuche ich einfach mal mit Ganondorf die Bombe hier unten hinzukicken, dass sie hier so rollt. Erfordert auch ein bisschen Übung, welcher Modus, also besser gesagt, welche Stage man am besten mit welchem Charakter macht und mit welchem Charakter man am besten wohin die Bombe schlagen kann. Das kriegt man mit der Zeit einfach raus, muss man einfach üben. Auch hier der Fall und hier könnte man jetzt auch direkt erneut nochmal mit Z oder hier nach dem Modus erneut versuchen, könnte man direkt auch nochmal in den Scheiben-Smash einsteigen. Aber ich möchte euch ja die anderen zwei Stages noch kurz zeigen zum Abschluss des Videos. Dann haben wir auch schon Teil 3 fertig und ich nehme jetzt hier auch mal Wario. Mit dem habe ich auch recht oft gespielt, diesen Modus. Und die Stage 2, ganz kurz in der Übersicht, sieht so aus, ein bisschen vertrackt und hier müssen wir eben
die Bombe so schlagen, dass sie in so ein Looping reinkommt. Das ist ganz hilfreich. Also jetzt hier mal da oben durchzustarten. Ja, auch nicht schlecht. Ja, also diese Stage ist, glaube ich, mit die schwierigste. Da alles zu erwischen und auch eine hohe Punktzahl. Da muss natürlich auch die ganzen roten Scheiben dann für einen Meilenstein mal freikloppen. So, das war jetzt eher schlecht als recht, aber gut. Hier in der Mitte ist noch viel zu viele übrig und nach oben. Aber ist ja auch einfach nur mal so. Also man muss das auch öfter spielen, um gewisse Punktzahlen zu erreichen. Und letztendlich geht es jetzt noch in Stage 3. Dann am besten nochmal mit Ganondorf. Mit dem kann ich die Stage 3 auch am besten. Die Smash-Fertigkeit steht auch überall gut. Wenn man einmal online eine Verbindung hergestellt hat von Super Smash Bros. Für Wii U, dann wird dieser Vergleichswert eben angezeigt, dauerhaft. Das ist dann ganz nett, ein kleines Zusatzfeature. Und ja, hier jetzt wie gesagt mit Ganondorf, Stage 3. Die sieht in der Übersicht so aus und hier seht ihr jetzt unten so ein Schraubenschlüsselsymbol für ein Personalisierungs-Item. Also da immer darauf achten, dass ihr das auf jeden Fall erwischt. Hier setzt ihr jetzt mal die Bombe oben rauf. So, und wir haben das Personalisierungsding als einziges nicht getroffen. Na toll, was soll's. So, einmal ordentlich hier oben rauf. Das war ganz gut sogar. Aber das Personalisierungs-Item oder die Zielscheibe haben wir leider nicht getroffen. Was soll's. Also, üben, was diesen Modus auch angeht, wie auch in die meisten Modi natürlich. Aber ja, das ist Stage 3. Das ist neuer und ja, mehr im Vergleich zur 3DS-Version, dass wir hier eben drei Stages zur Verfügung haben. Gut, dann haben wir jetzt auch die Modi hier schon durch. Klassisch All-Star, Mission und Stadion. Als nächstes schließen wir noch den Bildschirm hier ab mit den Spezialaufträgen, das allerdings dann erst im nächsten Video. Vielen Dank bis dahin, wenn ihr zugeschaut habt, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin, ciao!